Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, habe ich es mir ein bisschen gemütlich gemacht hier mit Papieren, Rechnungen, einem Computer. Denn heute habe ich mal was Besonderes vor. Ich wollte schon immer mal wissen, wie ist es eigentlich mit dem Laden? Ja? Was passiert denn da eigentlich wirklich? Was sind denn die Verluste? Wie viel geht vorne rein? Wie viel kommt wirklich in der Batterie an? Wie ist es mit der Ladeleistung? Wie ist die im Verlauf des Ladens? Und ich habe ja im letzten Video euch diesen Batterietest von Avilu gezeigt. Und da hat der Nico Meierhofer, mit dem ich auch dieses Interview geführt habe in dem Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch nochmal oben, hat mir angeboten, dass er mir auch noch weitere Daten aus der Zeit, in der ich mit dem Auto gefahren bin, rauslassen kann. Und genau darum geht es heute. Ich habe für euch 4 Ladungen analysiert. Und zwar zunächst eine Ladung an einem Schnelllader mit 150 Kilowatt Ladeleistung. Zweitens eine Ladung mit konstanter Ladung hier an meiner Wallbox mit ungefähr 4 Kilowatt Leistung. Dann einen ganzen Tag Überschussstromladen von der PV-Anlage. Und zuletzt habe ich noch einen 0 auf 100 bzw. am Schluss war es ein 1 auf 95% Test gemacht am Supercharger in Sulzföhringen, der 250 kW Ladeleistung hat. Also spannende Dinge und darum geht es heute. Mein Auto ist gerade in Reparatur. Warum? Das werdet ihr bald in einem Video sehen. Jedenfalls ist der im Moment im Service-Mode, das heißt, ich kann gar nicht auf die Daten vom Tesla zurückgreifen. Wie gut, dass ich die Tronity-App habe, die das Ganze trackt. Die Tronity-App zeigt sozusagen von außen, was geht ins Auto rein und der Avilu kann mir sagen, was passiert wirklich in der Batterie, was kommt an. Die erste Kurve, die ich euch zeige, ist wirklich wunderschön. Da war ich am 2. Juni beim Einkaufen und habe währenddessen an einem Schnelllader für 20 Minuten das Auto angeschlossen, weil ich doch ziemlich leer war und ich wusste gar nicht, dass das so ein richtiger Schnelllader ist. Also der hat 150 kW leisten können und ich habe in diesen 20 Minuten von 4% auf 62% geladen. Und wie ihr hier auf der Kurve sehen könnt, geht das wunderbar gleichmäßig. Es braucht einen ganz kleinen Moment, bis es wirklich die Ladeleistung von 150 erreicht hat, aber die bleibt dann bis 49% eigentlich fast konstant bestehen. Dann sinkt es ein wenig ab bis 100 Kilowatt. Die Tronity App gibt mir hier 42,76 Kilowattstunden praktisch Ladung an und bei Avilu ist Energy in 42,6 Kilowattstunden. Das heißt, das schenkt sich eigentlich nicht viel. Ein geringer Verlust sozusagen während des Ladevorgangs von 0,35%. Das ist so als Referenz und als Test ganz gut, dass mein Setup sozusagen funktioniert. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Ladevorgang. Da habe ich nämlich mal hier zu Hause am SolarWatt-Pilot angeschlossen. Ich glaube, da war der Himmel bedeckt oder es hat sogar geregnet. Ich hatte also keine Sonne und da habe ich gesagt, komm, dann lade ich zwar aus dem Netz, aber ich begrenze das mal. Und so hatte ich eine konstante Ladung. Bei Avilu wird sie mit 3,9 Kilowatt angegeben, bei Tronity mit 4,2 Kilowatt in der Spitze sozusagen. Und ihr seht hier an der Ladekurve, ja, ich stecke ein. Nach sehr kurzer Zeit bereits habe ich diese Ladeleistung erreicht und die bleibt dann bis zum Schluss. Und ich habe insgesamt von 25% auf 57% geladen. Das sieht alles schön gleichmäßig aus. Interessant ist jetzt hierbei, ich habe geladen von 8.31 Uhr bis 14.16 Uhr, also einfach mal so einen ganzen Tag gemütlich da das reinsuppen lassen. Interessant ist jetzt, was ist wirklich geladen worden? Und da sagt eben Tronity 24,57 Kilowattstunden, wogegen ihr bei Avilu hier seht 22,4 Kilowattstunden. Und dann gibt es noch einen kleinen Energy Out, also den ziehen wir noch ab, dann sind es 22,39 Kilowattstunden. 24,57 und 22,39 klingt jetzt für einen Musiker erstmal nicht so dramatisch, aber wenn man sich das prozentual ausrechnet, heißt das, dass 8,87% des Stroms, den ich in mein Auto reinschicke, nicht in der Batterie ankommen. Jetzt ist es wahrscheinlich für die Technischen unter euch klar, warum das so ist, weil das erste, was ich gemacht habe, war eine DC-Ladung am Schnelllader und das zweite, was ich gemacht habe, war eine AC-Ladung und dabei entstehen dann offenbar diese Verluste. Der dritte Versuchsaufbau, den ich gemacht habe, ist ebenfalls
eine AC-Ladung an meinem Wattpilot. Und zwar habe ich nun wiederum einen Sonnentag genommen, den ich euch auch hier nochmal im Bild zeigen kann. Ich habe praktisch eine Überschussladung gemacht, und zwar von 10.57 Uhr bis 18.54 Uhr. Und in dieser Zeit hat er von 33,77% auf 76,27% laut Avilu geladen. Ich zeige euch jetzt mal diese Kurve, und da seht ihr, das sieht natürlich völlig anders aus als bei den anderen. Das ist ein fröhliches Auf und Ab. Was euch interessiert, ist die grüne Linie, die zeigt praktisch den Batteriestand an. Also das startet da unten bei 34% und dann endet es ungefähr bei 76% rechts oben. Die lilane Linie, die zeigt euch an, wie praktisch der Strom über den Tag verteilt da reingeht. Ihr seht, das ist ein ständiges Schwanken. Das hat was mit den Wolken zu tun. Eben so viel, wie gerade da ist. Oder dann geht irgendwo im Haus eine Waschmaschine an oder eine Spülmaschine. Dann steht auch weniger zur Verfügung. Aber ihr seht auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Mal, 15 Mal seht ihr da unten. Geht es tatsächlich sogar mal auf Null. Und was passiert in dem Moment? Das sind die Momente, in denen der Wattpilot von einphasig auf dreiphasig oder umgekehrt schaltet. Und in dem Moment stoppt er die Ladung. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Also das ist schon mal ganz interessant. Und das Zweite, was eben nochmal interessant ist, darum habe ich es ja eben gemacht, ist die Frage, wie viel habe ich jetzt an diesem Tag Überschussladen eigentlich wirklich in die Batterie gekriegt? Das sind jetzt verschiedene Ladevorgänge, weil nämlich immer, wenn er ausschaltet, wenn er umschaltet von einphasig auf dreiphasig, wird ein neuer Ladevorgang gestartet. Deswegen habe ich mir diese Ladungen hier in Excel exportiert, dann nur noch die von dem Tag behalten und das zusammengerechnet. Und ihr seht dann, ich habe 33,18 Kilowattstunden insgesamt in diesen einzelnen Ladevorgängen eingeladen. Aber wenn ihr euch die Avilu-Kurve und das Blatt hier anguckt, dann seht ihr, das sind Energy in 29,65. Und das wiederum ist prozentual ein Verlust von 10,64%. Das heißt, beim Überschussladen durch diese vielen An- und Ausschaltvorgänge habe ich noch einen höheren Verlust als bei der AC-Ladung, die konstant war. So, und zum letzten Teil habe ich auch noch ein bisschen was erzählt, auch während des Tests. Da bin ich nämlich nach Sulz gefahren zum Supercharger, der 250 Kilowatt kann. Habe extra vorher geschaut, dass mein Auto nicht zu voll ist, sodass ich es schaffe, dort mit 0 anzukommen, und wollte dann eben so einen 0 auf 100 Test machen, und da nehme ich euch jetzt ein bisschen mit in den Film. Ich hatte gestern Sonnenstrom eingeladen und ein bisschen zu viel davon erwischt, und deshalb hatte ich plötzlich bei der Ankunft noch 11, 12, 13% und bin jetzt gerade dabei, die runterzufahren, sozusagen ein bisschen schade um den Strom. Aber ehrlich gesagt, das geht ziemlich schnell. Man muss nur ein paar Kilometer über 150 fahren, dann schluckt sozusagen das Model 3 schon ganz gewaltig. So, 7.50 Uhr habe ich, es geschafft und bin tatsächlich noch am Supercharger angekommen. War ein bisschen schwierig, weil es gab viele Baustellen direkt vor Sulz, sodass ich gar nicht so schnell fahren konnte. Habe jetzt hier die Batterie sozusagen noch leer gefahren. Mal gucken. 1% nennt sich das und 3 Kilometer wären noch drauf. Ich will ja weder den Verkehr noch mich selber gefährden, indem ich noch weiter runterfahre. Ich würde mal sagen, das kann man gelten lassen für 0 auf 100, die 3 Kilometer. Gerade waren es noch 2. Also knapper möchte ich nicht drauf fahren. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dieses Auto tut und was die Ladeleistung tut, wenn ich jetzt anstöpsle. Theoretisch haben wir hier 250 Kilowatt Ladeleistung. Da zählt es schon schön hoch und wir sind jetzt erstmal bei 123 Kilowatt. Ich muss mal hier kurz auf mein Handy umschalten, weil leider ist es nicht gelungen, mir gerade die Kamera zum Scharfstellen zu bewegen. Ich weiß nicht, was da los ist. Jedenfalls, ihr seht, wir sind hier schon bei 250 kW gelandet und sind bei 13% und das nach ungefähr 5 Minuten. Also das hört sich doch schon alles ganz gut an. Das macht ja auch ein ganz schönes Geräusch bei diesem Tempo. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das rauscht. Also da ist was geboten. Also da muss ich mich entschuldigen, da habe ich nicht aufgepasst. Nachdem das am Anfang ja relativ gemütlich losging, dachte ich, ich gehe mal kurz pinkeln und hole mir einen Kaffee. Ich war jetzt vielleicht 10 Minuten weg
Und als ich zurückkomme, hat das Auto schon 50%. Und nachdem ich gestern Abend gesagt habe, ich möchte gerne bei 50% begrenzt haben, hat es eben bei 50% abgeschaltet. Gott sei Dank saß ich gerade drin. Insofern konnte ich das auch sofort wieder korrigieren und habe gleich wieder eingeschaltet. Das wird man an der Ladekurve sehen. Ihr seht hier 40 Minuten verbleibend. Schauen wir mal, wie das dann am Schluss wirklich rauskommt. So, 8.18 Uhr haben wir jetzt, seit 7.52 Uhr wird geladen, also seit 26 Minuten. Wir sind bei 76% bereits, nach 26 Minuten bei 76%. Also da kann man nicht motzen. Aber wir sind inzwischen bei einer Geschwindigkeit von 66 Kilowatt. Das ist dann eigentlich auch der Punkt, an dem es unrealistisch wird, weil erstens würde ich natürlich niemals auf 0% runterfahren, sondern maximal auf 5 oder 10%. Und zweitens würde ich dann bei 70-80% weiterfahren und nicht noch hier mit 65 Kilowatt weiterladen. Aber wir machen das Spielchen mal und gucken, wo wir dann am Schluss rauskommen. So, in diesem Moment haben wir 95% erreicht, 8.37 Uhr, das heißt nach 45 Minuten exakt 95% erreicht und wir sind bei 24 Kilowatt Ladeleistung. Das ist dann Zeit auszustecken. Und so sieht das Ganze nun aus in der Ladekurve, die mir der Nico geschickt hat. Ihr seht hier auch diesen Unterbruch, als ich eben versehentlich auf 50% beschränkt hatte, weil ich wollte nicht, dass es zu hoch lädt. Aber der Nico hat auch gesagt, das macht eigentlich nicht viel aus. Ich habe euch das mal auch spaßeshalber in Photoshop mal sozusagen zusammengeschoben und da seht ihr, eigentlich würde diese Kurve mehr oder weniger auch so aussehen können. Da hätte sich wohl auch durch dieses Abschalten nicht viel geändert. Was man also ganz deutlich sieht, ist, es braucht ein bisschen, aber erstaunlich wenig. Von 1 auf 5%, dann haben wir schon eine sehr hohe Ladeleistung, die dann weiter ansteigt auf den Höchstwert. Der hier ist mit 235 angegeben. Im Auto selber waren es 250. Und dann so ungefähr bei 27-30% sinkt sie runter auf 170, die Ladeleistung. Und dann gibt es nochmal bei 44% einen kleinen Knick und ab dann geht es eigentlich regelmäßig, so ab 50% geht es dann weiterhin regelmäßig runter. Und ungefähr so bei 70% Batteriekapazität sind wir dann auch unter 100 Kilowatt Ladeleistung und ab dann wird es langsam und mühsam und langweilig. Das ist aber auch eigentlich ein Bereich, den man normalerweise ja nicht macht. Aber ihr seht hier so von 5% bis 70% kann man wunderbar laden und ich fand auch die zeitlichen Ergebnisse ziemlich top, muss ich sagen. In 12 Minuten von 1 auf 50%, in weiteren 12 Minuten von 50 auf 75%. Das heißt, in 24 Minuten wärt ihr von 0 auf 75%, da kann man eigentlich nicht viel sagen. Ja, in der Tronity App sind das natürlich zwei Ladevorgänge mit meinem Stopp dazwischen. Wir haben also 36,93 Kilowattstunden beim ersten Ladevorgang und 32,56 Kilowattstunden beim zweiten. Das sind zusammen 69,49 Kilowattstunden in der Tronity App. Ja, der Nico hat mir gerade noch gesagt, 70 Kilowattstunden, das ist im Grunde das Gleiche, ist sozusagen das, was in der Avilo App als das, was in der Batterie ankommt, ausgelesen wird. Das heißt, wir haben hier keine Verluste, wie schon beim anderen Gleichstromladen am Schnelllader mit 150 Kilowatt. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Nico Meierhofer von Avilu, der mir wieder mal an einem Samstag auch hier ausgeholfen hat und noch für mich Sachen zusammengerechnet hat. Wenn euch mal so ein Batterietest interessiert, dann findet ihr unten in der Beschreibung auch den Link zum Avilu Batterietest. Da gibt es auch einen Affiliate-Link, an dem ich auch was davon habe. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir bitte unbedingt ein Like für dieses Video da, ein Abo für meinen Kanal, kommentiert unten, was ihr von dieser ganzen Sache heute gehalten habt und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.